Ach, Gemeinde, da sind wir wieder bei Let's Play Mitternacht Special Minecraft. Wie man auch sieht, hier ist alles stockduster. Wir haben es ziemlich spät, aber wir haben gedacht, wenn genau. Facecam, dann richtig. Ne? Auch in der Nacht muss gezockt werden. Ja, sicher muss in der Nacht gezockt werden. Extra für euch, nur für euch. Wir sehen zwar jetzt. Sind zwar jetzt weiß, ja, wir sind sowieso sind weiß, ja aber schwarz, daher, ne? Das ist immer gut. Egal. Genau. Dann passt das schon so, ne? Und sag voll und einfach aufgenommen, Tag, Feuer, Daumen hoch für unseren Adcrafter, einen wir Daumen hoch, mein Freund. Einen Daumen nach unten. Oder so. Ja. Wie ihr wollt. Hab das ja. Schon. Egal, wir haben ja, du bist dran, erzähl du einfach was, erzähl du, was wir uns überlegt haben, erzähl du selber. Ich trinke mal was hier, kennt ihr ja schon. Prost. Kobold, Prost. Meine kühle Tasse. Ja, wir wollen uns ein bisschen mit, ja, grün ist ein gutes Stichwort eigentlich, ne? Mit grüner Brühe befassen, ich würde schon beschweißen sagen. Wir wollen uns mit grüner Brühe beschmeißen. Kommt, macht mit, alle mit grüner Brühe beschmeißen. Aus jeder Körperöffnung darf sie kommen. Grüner Brühe, jetzt wollte ich schon wieder beschmeißen sagen. Ach, befassen. Genau. Befassen wollen wir. Biomasse, Bio, irgendwas. Genau. Wir haben ja die Farm gemacht und da haben wir jetzt schöne Produkte. Und da wollen wir jetzt ein bisschen Biomasse machen. Sieht zum Beispiel 1200. Ja, ne? Da oben dann ist haben er. Haben wir noch. Weizen haben wir 2200, irgendwas. Ein paar Zerquetsche. Genau. Was haben wir noch? Was sind so die guten Farmen? Sie laufen. Genau. Da hier, die Baumbaum hat gerade geerntet. Okay, die hat die halben Bäume nur geerntet. Schau mal. Voll witzig. Ja, was? Ja, da war wahrscheinlich die Zeit zu Ende, oder? Schon witzig aus. Ach so, ja, da ist die Zeit zu Ende gewesen. Ja. Ja, und es gibt doch nicht so viele Äpfel wie bei der. Multiblock-Farm. Naja. Naja, man merkt, es ist halt schon ein bisschen spät. Also, nur mal, damit ihr das wisst, ich schiebe eigentlich nicht, aber irgendwie, weiß ich nicht, in der Camp. Sieht das aus, als würde ich den Silberblick. Ja, das auch nicht. Vielleicht, weil ich mit dem einen Auge gucke ich auf die Kameralinse und mit dem anderen gucke ich im Bildschirm. Deswegen gibt es so. Ja, nichtsdestotrotz. Ran an die Arbeit, ran an die Wurst und weiter geht's. Ran an die Arbeit, ran an die Buletten. Rein in die Fresse. Wer will noch mal, wer hat noch nicht vor, wer ist rückwärts? Mal rum. So, wir haben uns entschieden, wir wollen das. Hier wollen wir das reinbauen. Hier so ein Räumchen. Weil hier unten drunter haben wir ja unsere Tanks irgendwo. So. Irgendwo in der Richtung. Hier wollen wir auf jeden Fall unsere. Könnt ihr euch noch erinnern? In der letzten Folge hat der Fisch so über die Schalten gelästert, der will sie woanders hin haben. Ihr seht es. Sie steht noch immer da. Unser Phil. Der ist ja auch hässlich. Ich habe eben zu dir gesagt. Eben habe ich gesagt, die muss woanders hin, die Schaltung. Ich wollte sie hier. Da an die Wand wollte ich sie machen oder hier oben an die Decke. Aber unser Eldcrafter hat gesagt, wir haben irgendwann so viele Schaltungen, dann kriegen wir eh einen Schaltraum. So, ja, den habe ich sein lassen. Nochmal hier, ja, mal das Blöde. Ja, bleibt deiner Chissi, ist doch gut. Das ist, naja, das brauchen wir eh. Logistik bleibt doch gut. Hat er recht. Ich verstehe, ja. Ja. Ja, wir verstehen blind. Uns. Meistens. Ja, so in dem Dunklen hier, ein bisschen die Augen zusammenkneifen, dann sehen wir ein bisschen mehr. Ja, hier ist auch dunkel. Dunkelduster. Du hast ja Leuchtung. Die Frage ist, wie groß brauchen wir noch? Was müssen wir denn machen? Wir brauchen. Ein Crafting Table. Wir müssen hier aus dem
ganzen Logistik-Pipe-Lager raus, beziehungsweise gehen wir lieber ja, hier irgendwo raus, wir können ja gleich hier raus, gehen und hier gleich die Kiste hinstellen. Dann wird man gleich hier die Kiste hinstellen. Ah, war jetzt auch, Ja, dann kommst du auch nicht mehr rein, du musst doch hier vorne lang. Da ne, hier die Kiste und daneben, ah ne, dann auch blöd. Ich würde eher sagen, hier unten irgendwie lang. Theoretisch bräuchten wir ja. Da ans Logistik-Pipe-Lager. Und hier die Wand zumachen. Quasi so. Machen, ja. So, und hier gehen wir ans Logistik-Pipe-Lager. Ja. Machen wir es also. Aber was wir hier brauchen, wir brauchen ja hier eigentlich theoretisch eine Kiste, wo wir ja alles rein tun, Ziels und alles, oder? Ne, wir brauchen doch eine Kiste für Seeds, eine für Sapling, eine für Weed, eine für Sugarcane und dann vier Automatic Crafting Table, oder nicht? Seeds, Sugarcane und Salz reintun und hier ein Crafting Table, hier ein und hier ein. Die ziehen ja alle aus einer Kiste. Ja, wie viel? Da haben wir nur drei. Oben drauf noch ein. Ja. Einmal. Sugarcane zweimal. Sapling dreimal. Und Weizen viermal. Ja, aber vier, ne, ist bra. Ja, dann machen wir zwei Kisten. Oder vier? Ja, okay, vier können wir auch machen. Das ist jetzt auch kein Hexer. Ja, oder wir gehen hier hin. Wir machen den Raum, warte mal, wir gehen dahin eine Kiste. Und links und rechts Automatic Crafting Table. Da sind eins Platz, dann müssen wir noch zwei nach da. Crafting Table? Versteh schon, wie du meinst. Ne, hier, ja, Crafting Kiste, Table. Kiste, Crafting Table. Da müssen wir halt nur aufpassen, dass wir hier vorne dann noch einen Platz zurechtkommen. Deswegen lieber noch ein Stück weiter nach hinten, oder? Oder? Weil wir müssen auch noch einen Kompressor da hinstellen, wir müssen also noch einen Fermenter hier hinstellen. Ja. Das ist schon immer ein bisschen. Ja klar, das ist halt auch viel Arbeit, ne? So, mal gucken, ob wir Steinmark gestartet haben. Ja. Oh ja. Ich hab schon wieder keine Musik an. Musik wird überbewertet manchmal. Ist das immer? Ja. Wo ist? Da sind wir halt hier hinten das Logistik-Pipe, das können wir genau hier unten in der Ecke verlegen. Ah, das könnte, da können wir hier, genau, da habe ich extra eins weiter runtergelegt. Ja. Können wir ja schon mal genau das nächste System hier verlegen. Einfach die Kisten holen. Pipes brauchen wir wieder, Supplier Pipes, oder was brauchen wir noch? Request Pipe? Nee, Supplier. Nee, Supplier. Wieder, oder? Das ist ja deine Aufgabe. Und Kisten im normalen Chest. Basically. Brauchen wir denn nochmal Supply? Oh, bei dem einen. Das war zufällig. Wie viel wirst haben? Zwei, ne? Apples. Wie brauchen wir denn von den Supply? Haben wir ja zwei Kisten. Und da brauchen wir noch ein paar normale Pipes. Ja, und normale. Ich schau mal, Automatic Crafting Table. Also nur Holz. Zahnräder. Oh, wir haben schon 6000. Oh, das ist ja jede Menge schon, ne? Was brauchen wir nochmal? Was soll ich nochmal machen? So kleine ja, Pipes. Pipes, zum Pipes. Ich nehme denn? Nehmen wir mal Stone Pipe und Gold Pipe. Indem wir das Ganze verbinden. Und Basic Logistik kann man auch. Falsch. So, weil wie wir alle bei Adcrafter gelernt haben, an eine Kreuzung muss eine ASIC. Ja, du Schleimscheißer. So ein Schleimscheißer, ey, das ist nicht das normal. Ist so. Dass du mal was lernst von mir, ist ja auch was Neues. Ich hab eigentlich keinen Bock zu, aber manchmal. Man muss ich. Ich gar nicht, aber ich muss das machen. Oder legen wir das ganz nach hinten? Also. Da legen wir es ganz nach hinten. Dann kannst du da besser mit dem.
dann gehen wir von unten an die Kisten dran. Das wäre dann. Weg du! Und den einen tust halt Setzlinge und Pipes und den anderen Oakwood und Sugarcane oder so. Ah, da brauch ich noch Diamond Pipes und nee. Ah ne, Supplier. Nee, Supplier ist ja Blödsinn. Ich hab ja die Supplier Pipes. Und dann müssen wir hier vorne rausziehen. Rausziehen tun wir aber mit normalen Bildcraft Pipes oder mit Redstone Engines oder. Okay. Geht's, dachte ich. Ja, oder? Ich sehe, wenn, dann zieht er wirklich alles leer, ne? Und wenn er raus, was die. Ja gut, so stimmt, machen wir wieder. Oder mit Electric Engine, die können wir eigentlich steuern. Aber was für Wörter? Ich geh mal hoch, ich brauch mal von jedem, brauche ich ja mal eins. Ja, ja, die kannst du steuern, das stimmt. Wenn vorne in der Kiste weniger als wie, keine Ahnung, 25% drin sein, sind, schalt da. Das geht ja auch gut, glaube ich. What? Genau, what? Nicht Weed, what, sondern fuck. What? Nee, das steuern wir schon mit Gates. Hab ich eine what Idee. The fuck? Zwar folgendermaßen, wir brauchen. Lass mich an deiner Idee teilhaben. Ich hab keine Idee. Ideenlos. So, an den einen machen wir Seeds und Weed, den anderen Zeppling ja, und bla. Opa, Gangnam Style. Gangnam Style. Weed und Partial Request. Was heißt denn Partial Request? Wo steht denn das? Ich auf die Pipe klicke. Ah, guck mal, jetzt kommt schon hier an. Du hast reingeladen. Du musst ja hinterreißen, du, die in die Kiste sein. Ja, das ist auch gerade gut. Theoretisch könnten wir. Hast du eine Eisenkiste noch? Wie kann ich denn gerade einen ganzen Stack da rein tun? Shift Rechtsklick ging nicht. Arsch. Wahrscheinlich einen ganzen Stack einstecken, aber wir klicken wir halt mal ein paar Mal. Yeah, ja, komm. Tack. So, 64 und. Schau mal. Hast du eigentlich die ganzen Stone Pipes mitgenommen? Ja, hast du. Gleich ist meine Maus kaputt. Gleich ist meine Maus kaputt. 64. Ja. Wie machen wir das jetzt am besten? Klär mal. Richtig aus. Was denn? Ich hab den nicht. Weiß, du magst mich. Hast du Stone Pipes eingesteckt? Oder so irgendwas in der Art? Jo. So. Lass mich schnell hier noch die fertig machen. Stonepipe, warte. Hier. Wie ist jetzt dein Plan? Erzähl's ja, mir, Baby. Wir haben mal alle Teile jetzt zusammen in eine Kiste transportieren, oder? So irgendwie, ich tue mal da einfach. Ach du meinst die Plant Balls genau. Alle in eine Kiste? Dann weiter in den Kompressor. Oder gleich in den Kompressor. Nee, ich würde aus der Kiste rausziehen erst. Dann brauchen wir aus. Ja, aus der Kiste rausziehen in den Kompressor. Sagen, genau. Wenn die Kiste alle Slots belegt sind, dann hört er auf. Und erst wenn wieder eine leer wird, fängt er wieder an mit Nachschub machen. Da, Dingsbums, da. Versteht wie ich mein? Versteht ihr es? Ja, dann halt nicht. Okay, ich hab mich gerade schon gewundert. Was ist das denn hier? Block. Ah, Block.
heißt, wir bräuchten hier dann. Denn. Damit, was sieht noch aus Redstone Engine? 8. Oder wir machen das mit Iron Gates. Das sollte auch klar. Was sagt dieses Iron Gate? Ja, da kannst du, ich sag mal, natürlich überlegen, hier kommen natürlich jetzt von vier Richtungen, kommen hier Plantballs, gell? Und bei Sapling gibt es immer zwei Plantballs pro. Ja, das habe ich schon eingerichtet. Tust du überall hier und hier noch eine Diamantpipe ein? Das wohl. Ich bin ja schon am Tüfteln. Ich werde ja irgendwie eine Schaltung machen. Mit Gates. So, ich habe zwei Diamond Pipes. Die tue ich jetzt und. Warte dann ein bisschen. So. Muss mir mal vorher besser von Edgar erklären lassen, was der hier macht, weil ja, so. Kompliziert. Legt mich schon wieder auf, dass hier Cobblestone ist. Jeweils 14 könnte ich da schon wieder lassen. Ja, nein. Entweder Ohr geht. Was besagt dieses End Ohr? Also, ja klar, was das heißt, weiß ich. Aber der Unterschied zwischen einem Endgate, das Endgate ist ein Und-Gate, genau. Und das andere ist ein Oder-Gate. Aber was heißt Und-Oder? Also, wie das für eine Geige? Ja, bei End brauchst du zwei Signale, um ein anderes Signal anzuschalten. Und beim Oder eins von beiden. Weil da ist, glaube ich, besser, wenn ich das zum Beispiel sehe. Du hast ja zu Hause in deinem Wohnzimmer hast ein Ohr-Gate, sozusagen. Entweder schaltest du den Schalter bei der Küche ein, geht das Wohnzimmerlicht an, oder du schaltest das beim Schlafzimmer ein, geht das Wohnzimmerlicht an. Also ist es bei mir. Genau. Das ist ein Ohr. Ja. Entweder das vom Zimmer oder das von der Küche. Immer geht das Licht an. Egal welches du ein- oder ausschaltest. Okay. Und End wäre so, du müsstest das von der Küche und das von Schlafzimmer einschalten, damit überhaupt das Licht angeht. Ah, okay, alles klar, ja, okay, das habe ich verstanden. Aber wozu brauchen wir die jetzt hier an den Pipes angeschlossen, End- und Or-Gates? Also, was macht das für einen Unterschied, wenn ich an der Kiste jetzt ein End-Gate oder ein Or-Gate habe? Ist relativ egal, es kommt nur darauf an, wie du es eben ansteuern willst. In unserem Fall wollen wir zum Beispiel nur ein Signal haben. Es ist schwieriger zu erklären. Ah, okay, dieses Or-Gate hat die zwei Fenster, wenn ich es anklicke. Und nee, Endgate hat nur ein Fenster, wenn ich es anklicke. Kannst mit beiden eigentlich theoretisch dasselbe machen. Nur wenn ich zum Beispiel wirklich zwei Signale brauche, kann ich nicht mit dem Or-Gate arbeiten. In unserem Fall brauchen wir aber nur ein Signal, deswegen können wir Or-Gates machen. Ich guck ja, mir das einfach das gleich an, wenn du das. Iron Ore Gate. Und wir brauchen jetzt Redstone Motoren. Redstone Engine. Nee, ich brauch Endgate. Ja, hier rein. Nee, Ohr. Ach, ich weiß es nicht. Ich verwechsel das immer wieder zwischen End und Ohr. Was am besten ist. Nee, ist End. Also Ohr geht reicht. Und wir machen das mit Redstone Engine. Oder normale nee, Gates geht nicht. Wo will dann die Gates, wenn wir da nur Engines brauchen? Jetzt. Ich bin ja. Ich bin ja falsch. Gates, die kann man ja. Das sind ja auch die, die wir an der Redstone Energy Zelle angeschlossen haben. Die sagen, okay, can store energy. Genau. Redstone Signal. Das sind genau. Und nicht die wir in eine Wooden Pipe reinstecken und sagen. Genau. Also jetzt Globabier, der Lichtchen aufgegangen. Weil ich hab jetzt
Jetzt leider kein Teaser, sonst hätte ich eins angemacht. Aber jetzt hast du ihn. Da würde ich sagen, baue ich schon mal den Kompressor, oder? Weil für als hier doof rumlaufen, das ist doof, irgendwie. Ein bisschen. Das ist irgendwie doof, ja. Maschinenblock. Craftable. Block. 10 Stück. Davon 10 Stück. Alles klar. Brauchen wir jetzt 4 Stück davon? Maschinenblock. Wollen wir einen Kompressor machen oder zwei? Ja, wir können ja einen singulären Kompressor machen, den haben wir nicht drauf. Ja, wir können einen machen und der Oberblocker reicht auch. Brauchen wir nicht übertreiben, oder? Jo, Oberblocker müssen wir rein. Wir genug haben, habe ich ja ein paar gemacht, du hast ein paar gemacht. Eine ist im Lager. Die Maschine sind auch noch jede Menge. Aber hier oben kann man. Kann man einen rausnehmen. Aber manchmal kann man auch klauen. Also jetzt in dem Sinne selbst sich beklauen. Ja, ja, wir beklauen uns ja selbst, dann ist genau, das nicht so schlimm. Beklauen tut man natürlich. Vier oder fünf Overclocker? Vier reichen. Das sieht man dann eh mit der Zeit, was man braucht. Ich höre das ja selbst noch nicht. Ja, die Strom. Hier geht's rein. Ich würde auch nur immer so planlos vor mich hinbauen. Es klappt, klappt, wenn ich dann aber Pech gehabt. So, ziehen wir, können wir an der Seite rausziehen, ja, gell? Bei was meinst du? Bei der Kiste, ja klar. Ja klar. Du das nur mal aufbauen jetzt für mich, damit ich. Der Kompressor muss von oben befüllt werden. Genau, du musst auch aufpassen, dass hier. Ja, genau. Ja, ja, ich will das jetzt nur mal aufbauen. Ja, so. Dann musst du wieder eins freilassen. Wobei du hier unten ja, das ist aber in der Ecke kannst du ja Sandstone Pipe machen, die verbindet sich nicht mit Maschine. Genau, dann machen wir hier Sandstone Pipe, machen dann so, so. Genau, und da der Kompressor. Overclocker. Ich muss mal testen, ob das so irgendwie. Ich hol mal eine Wooden Pipe oben und. Hast du Wooden Pipe? Warten, ja. Ich bin gerade am überlegen, wie wir das hier am besten gestalten. So. Dahin. Hier ein Gate mal hin. Was können wir hier alles sagen eigentlich bei diesen komischen Gate? Warte, ich will auch mal gucken, ich ja, will auch mal gucken. Ja, da kann man nicht viel was sagen. Sandstone Pipe. Geht das überhaupt, was ich vorhatte? Ah ja, das heißt, diese komische Strukturpipe kommt hier hin. Und hier haben wir uns einfach mal. Ich weiß nicht, ob das mit normalen geht auch geht. Weil das geht. Das ist einfach ein Bohrgate. Und das sagen wir, wenn so lang noch frei sind, nicht mehr da, soll ein Signal sein. Ja, ich sehe gar nichts. Oh. Das geht ja natürlich anders, natürlich blöd. So. Ich sehe nichts, dass du da was so eingestellt hast. Okay. Inventory empty. Inventory Space in Inventory Signal. Sag ich jetzt. Also wenn Platz im Inventar ist, soll er Signal abgeben. Genau. Und Signal heißt, das ist, sobald hier Platz drin ist, der hier anfängt, Landballs zu machen. Das können wir jetzt entweder direkt über die einfache Methode machen oder schwieriger, komplizierter. Also man könnte ja, hier kompliziert. Einfach. Kompliziert natürlich. Man könnte jetzt einfach hier unten ein Redstone Wire einfach hier entlang legen. Das wäre die einfachste. Oder? Oder man macht hier jeweils ein Gate rein und sagt, macht das über die Pipes. Man hat, gibt es ja so Pipe Wire. Also ähnlich wie Redstone. Das kann man nur auf Pipes platzieren. So ein Redstone. Ja, auch. Genau. So ein Redstone Signal kann man nur auf Pipes platzieren. Hier geht's nicht auf allen. Doch, doch, auf jeder Pipe. Und man könnte damit ein bisschen arbeiten. Ist halt, ja. Ja, aber wie kriegen wir das hier rüber? Ja, indem du einfach eins höher bringst. Das ist ja auch oben da rumliegen. Oh, das ist ja aber auch nicht so kompliziert.
Ja, nee, kompliziert nicht, aber ist mal was Neues. Und jetzt müssen wir hier überall bei jedem Bodenpfeil. Nee, das ist doch. Hier noch ein Orgel rein tun. Und jetzt haben wir hier eine neue Funktion und zwar Redstone Pipe Signal On. Red Pipe Signal On. Was ist Red Pipe? Das ist dieses. Genau, dieses Pipe. Das ist so wie Redstone. Dann, ja, das ist einfach das. Und hier könnte man auch sagen, weil das verbindet sich ja nicht, wie du siehst. Einfach ein. So ein. Da, wenn ich hier drunter die genauer aufklatschen, da verbindet sich das, siehst du? Das ist übergreifend. Okay, geil. Und wenn wir hier jetzt hier drin sagen, nicht Redstone-Signal an, sondern jetzt können wir sagen, Redfire-Signal an und hier da, das leuchtet und die Redstone-Engine hier hoch. Ach, und hier bei dem Gate müssen wir sagen, kommt von der von diesem Red Pipe, das ist das, was da drauf liegt, kommt da ein Signal, gib ein Redstone-Signal ab. Hier sagen wir, ist Platz im Inventar. Gib ein Red Pipe, also dieses Pipe-Signal ab. Ah, okay. Aber das können wir mal ausschalten, weil sonst ist das ja. Ja, ich war nur eine Demonstration, genau. Ja, geil. Hier oben können wir da auch mal hier so ein. Ein bisschen beleuchten, ne? So, da müssen wir wieder. Ja, ich habe eigentlich. Habe ich da falsch gesagt? Ich habe dir gesagt, hier Diamant. Ah, Diamantpipe. Ein Goldpipe, wollte ich sagen. Hab ich doch gemacht? Nee, passt schon, Goldpipe kommt hier rein. Sorry, ich habe mich verdammt. Oh, ich tut mir leid. Kriegst du einen Kuss von mir? Ja, wollen wir mir schon wieder hier. Bei mir schon wieder die Schulden schwingen. So. Ja, bei mir. Dann würde ich sagen, das funktioniert. Wir machen die Case noch offline fertig und in der nächsten Folge kümmern wir uns um das Weitere, oder? Genau, das Weitere wäre dann quasi hier noch dafür sorgen, dass die Plant Balls kompressiert werden, damit wir mehr davon haben. Dann Fermenter. Und Strom und noch dafür sorgen, dass diese ganze Biomasse-Zeug auch in einem Tank unten landet. Och, oh Gott. Also da kommt noch einiges. Einiges drin. Noch drin. Ja, na nee, egal, passt schon. Haben wir Zeit. Wenn halt mal mehr Folgen sieht, besser nicht immer nur eine. Oh. Gut, schaut aus. Genau. Dann war's. Alles klar. Dann. Sinne. Ciao, Leute. Stay tuned. Bye-bye. Ciao.